So, Gott ist gut. Amen. Wir, jetzt gerade, wo wir hinten im Lobpreis waren, oder ich war hinten während dem Lobpreis, so rum, waren ja nicht alle hinten, habe ich mir gedacht, was für eine Ehre, dass die Bibel sagt, dass wir gesandt sind an Christi Stadt. Dass wir überall, wo wir hingehen dürfen, oder überall, wo wir sind, Jesus repräsentieren dürfen. Also es geht ja nicht darum, dass wir über Jesus reden, sondern wir sind an seiner Stelle, da wo wir sind. Also versteht ihr, was ich meine? Also wir sprechen von Jesus. Und die Bibel sagt, an seiner Stadt sind wir, wo wir sind. Und ich hoffe für uns alle, also für mich, dass wir verstehen, was das heißt. Dass wir verstehen, wie groß das ist. Ich habe letztes Wochenende das Privileg gehabt, auf meiner Freizeit zu sprechen. Und da kam mir so das Beispiel, wie privilegiert würden wir uns fühlen, wenn wir an Cristiano Ronaldos Stadt aufs Feld spielen laufen dürften. Oder Messi. Ich meine, das ist immer so diese, ne? Die einen sind für Messi, die anderen für Ronaldo. Und ich spreche von Fußball, für die nicht wissen, wovon ich spreche. genau. Es gibt bestimmt noch bessere Beispiele. Aber ich habe so ein paar so Fragezeichen hier so gesehen. Was? Aber was für eine Ehre wäre es, wenn der Coach sagt, Ronaldo, du spielst zwar gerade richtig gut, aber ich wechsle dich aus und einer von uns kommt an seiner Stadt aufs Feld. Und der Coach sagt, ich glaube an dich, du machst das. Ich glaube daran, dass du dieses Spiel, du kannst es wenden. Ich glaube daran, dass du dieses Spiel, das wirst du meistern. Ich glaube daran, dass du dieses Team zur Meisterschaft führen kannst. Ich glaube an dich. Und wie viel größer ist die Ehre, dass wir an Christi Stadt sein dürfen, wo wir sind. Dass wir ihn repräsentieren dürfen, dass wir da, wo wir hinkommen, Himmel hinbringen dürfen. Ich habe mir letztens gedacht, was macht den Himmel zum Himmel? Es ist kein Ort, es ist eine Gegenwart, es ist eine Person. Und diese Person, die lebt in uns. Und wo wir hinkommen, da kommt Himmel mit uns. Und ich wünsche mir, dass wir diese Überzeugung haben und nicht nur die Überzeugung, sondern dieses Bewusstsein mit uns tragen. Und das nicht nur am Sonntag, wo wir Gänsehaut bekommen, sondern an jedem Tag, wo wir in die Arbeit gehen, ob wir jetzt auf der Straße sind, dass wir wissen, dieses Bewusstsein, die größte Kraft des Universums ist in mir. Die größte Liebe, und das ist nicht mal die größte Liebe, sondern die Liebe ist in mir. Ich finde es so schön, wie Paulus in Römer Kapitel 1, Vers 16. Da sagt er, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Er sagt, ich schäme mich nicht, weil es ist Gottes Kraft. Es ist nicht eine Philosophie, die wir hinzutun zu all den anderen Philosophien auf der Welt. Ich finde es so schön, der Paulus schreibt auch in 1. Korinther sagt er, ich bin nicht mit Worten der Weisheit gekommen, weil ich möchte nicht, dass das Evangelium entkräftet wird. Es ist nichts, was wir mit Worten beschreiben können. Es ist eine Kraft, es ist eine Power, es ist die Liebe, es ist die Freude. Es ist etwas, was wir nicht beschreiben können. Wir können es nur erleben lassen. Wir können nur dafür sorgen, dass Leute durch uns Christus erfahren, weil er in uns ist. Was für ein Privileg. In Galater.
Da sagt schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Christus lebt in mir. Ich finde es so stark, dass er sagt, Christus lebt in mir. Er sagt nicht, ist nicht so, dass ich kenne ihn. Er sagt nicht, ich weiß über ihn Bescheid. Er sagt nicht, ich glaube an ihn, sondern er sagt, dieser Christus, er lebt in mir. Und das, was ich jetzt lebe, das lebe nicht mehr ich, sondern er tut es. Und ich finde, das Evangelium, es ist so tief und es ist so voller Kraft und so intensiv. Es ist nicht irgendwie, also schon allein dieses Jesus liebt dich, das haben wir so abgeflacht, aber es geht so viel tiefer. Und jetzt lebe ich nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und meine Frage ist, wie weit erleben Leute um uns rum, dass dieser Christus in mir lebt? Wie erfahren meine Arbeitskollegen dieses neue Leben in mir, diese Power, diese Kraft, die in mir ist? Wie erfahren sie es? Wie erfahren Leute im Verkehr? Ich meine, das ist immer das Top-Beispiel. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal hier erzählt habe, aber ich war gerade auf dem Weg nach Hause von der Gemeinde. Und es waren drei Autos, also ein Auto vor mir, ich und ein Auto hinter mir. Und das Auto vor mir wollte links abbiegen, und ihr wisst ja, wie es ist. Man hält es an und man denkt sich, ich habe keine Zeit, ich gehe mal schnell zur nächsten Spur. Aber ich war nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Also der hinter mir hat die gleiche Idee gehabt. Ja? Und wir sind gleichzeitig rüber. Und dann sehe ich nur im Spiegel, wie Kopf rot anläuft und Hände sich bewegen und Mund geht auf und zu. Also der Typ war richtig sauer. Und es war so, dass, also wer richtig, wer falsch war, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich glaube natürlich, ich war richtig. Ja? Die Möglichkeit besteht, dass ich es nicht war. Okay? Kam schon mal vor. Und mega, also wirklich richtig sauer. Und die Straße wurde dann tatsächlich einspurig. Das heißt, er musste hinter mir herfahren. Und ich habe immer wieder so einen Rückspiegel gehabt. Also immer die Hände schön nach oben und so. Ich segne dich auf. Vielleicht kam er ja auch vom Gottesdienst, du weißt ja nicht. Aber genau, und dann wurde es wieder kurzzeitig zweispurig, und ich dachte mir, okay, ich fahre mal kurz zur Seite, wink ihm und lass ihn vorbei. Und dann fährt er vorbei und schimpft weiter und fährt voran, und ich fahre ihm hinterher. Und wir hatten tatsächlich so ungefähr den gleichen Weg. Und dann fährt er in eine Tankstelle rein. Und ich dachte mir, okay, fahre ich auch rein. Und er hält das Auto und steigt aus. Und es ist lustig, ich habe so drei Fälle, an die ich mich erinnere, die so ein bisschen Ähnlichkeit hatten miteinander. Und jedes Mal waren es Leute, die so, kennt ihr es, wenn Leute aus dem Auto aussteigen und die werden größer und größer und größer und größer, denkst du so, wann hört das Ding auf? Also, und dann steht so ein Viech vor mir und ich steige halt auch aus dem Auto raus. Und ich habe in dem Augenblick so diese Möglichkeit gehabt, entweder ich steige jetzt wieder ins Auto und gebe Vollgas, oder ich gehe dem entgegen. Und ich habe mir einfach gedacht, ich gehe ihm mal entgegen. Und dann kam er schon schreiend, kam er auf mich zu, und da habe ich gesagt, hey, ich möchte mich einfach nur entschuldigen. Und dann schaut er mich so an, so, aber Sie waren falsch. Und ich so, ja, ich weiß. Und es tut mir leid, ich wollte dir nicht den Sonntag versauen. Also ich wollte nicht, dass du jetzt irgendwie verärgert bist durch den ganzen Tag, einfach weil ich dir reingefahren bin. Es tut mir wirklich leid und ich wünsche noch einen richtig schönen Sonntag. Und dann schaut er mich so an und sagt, aber du warst falsch. Und es war,
ich habe nochmal gesagt, ich weiß. Es tut mir leid. Und es ist, ich fand es so interessant, dass man Leuten, wenn man ihnen mit Liebe begegnet und wenn sie diese, also, oder andersrum, die Leute da draußen, die erwarten sowas gar nicht mehr. Und ich finde es so interessant, wie wir haben so viel in unserer Hand. Wir haben so viel, was die Welt auch gar nicht mehr erwartet. Wir haben so viel, so, wo selbst, ich habe heute noch mit Bernd drüber gesprochen, wo Jesus sagt, hey, wenn ihr liebt, die euch lieben, was seid ihr dann anders als die Welt? Also wo ist der Unterschied? Und wir haben so viel in unserer Hand, wo wir den Unterschied machen können. Wir haben so viel, wo wir anders sind, nicht sein können, sondern unsere Natur ist anders. Wir sind Gottes Kinder. Es ist nicht so, dass wir irgendwo was gelesen haben und was verstanden haben, sondern wir sind etwas geworden. Die Bibel sagt, wir sind neugeborene Christen. Wir sind in etwas reingeboren worden. In die Liebe reingeboren worden. Wir sind in der Liebe. Wir sind in Christus Jesus. Christus Jesus ist in uns. Das ist eine Power, die in uns ist. Und die Welt, sie wartet drauf. Ich habe tatsächlich so viele Gespräche schon gehabt, wo ich feststellen musste, ich glaube, wir haben ein falsches Bild von Leuten, die noch nicht gläubig sind. Weil wir haben immer so ein Bild, die wollen nicht, aber die Leute suchen. Leute suchen Wahrheit. Leute suchen Liebe. Jetzt mal ganz ehrlich, wer auf der Welt sucht nicht Liebe? Und es ist nicht so, dass wir jemanden kennen, der uns liebt, sondern wir kennen die Liebe. Wir kennen nicht jemanden, der nur hin und wieder gut ist, sondern wir kennen das Gute. Wir kennen die Kraft. Wir kennen das, was denjenigen, der das Universum erschaffen hat. Wir kennen denjenigen, der den Tod für uns bezwungen hat. Wir kennen denjenigen, der uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Wir kennen ihn. Wir kennen den Schöpfer. Und mich begeistert es, wie bedingungslos Gott uns liebt. Mich begeistert es, wie bedingungslos er mich aufgenommen hat. Ich finde es schön, wie Jesus sagt, alle, die mühselig und beladen seid, hey, kommt. Er sagt nicht, klär erst mal dein Leben, komm erst mal klar und dann komm zu mir. Sondern ich finde es so angenehm, wie Christus, stellt keine Forderungen. Er sagt einfach, komm, komm. Dann lesen wir die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater saß nicht da und hat erst mal, wir müssen reden. Du hast meinen Namen in Verruf gebracht. So ist er in seine Richtung gelaufen, hat ihn umarmt. Obwohl er dreckig war und gestunken hat. Bedingungslos, was für ein Gott. Es gibt dieses Lied, das heißt, lass mich nicht mehr aus dem Staunen rauskommen. Und ich will nie aus dem Staunen rauskommen, von dem, wie gut Gott ist. Ich möchte nicht sagen, jetzt habe ich es erkannt, sondern ich möchte immer mehr erkennen. Ich möchte immer mehr erleben und erfahren. Ich möchte immer mehr diesen Gott einfach... Ich finde es schön, wie Galater, sagt er in Kapitel 4, Vers 19, da sagt er, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ich möchte, dass Christus in mir Gestalt gewinnt, in allen Bereichen meines Lebens. Ich möchte zu dieser vollen Reife kommen, zu der Christus uns berufen hat. In 2. Korinther 3, Vers 18. Sagt er, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und wo ich diesen Vers gelesen habe, dann habe ich mir gedacht, okay, vom Geist des Herrn. Meine Frage ist, wie viel erlauben wir, dass der Geist des Herrn in unserem Leben wirkt?
Und ich stelle diese Frage deshalb, weil ich glaube, sehr oft versuchen wir und wir geben unser Bestes, Leute zu lieben, Gutes zu tun und gut zu sein. Aber wir versuchen es. Und wir versuchen es hart und wir versuchen es immer wieder. Statt zuzulassen, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Statt zuzulassen, dass er uns verwandelt. Statt Zeit mit ihm zu verbringen, verbringen wir Zeit für ihn. Wo wir versuchen, die guten Christen zu sein, sagen wir, Jesus, ich mache für dich. Aber er sagt, mach doch mit mir. Ich finde es so schön, wie Jesus selber sagt, ich muss gehen, damit, weil derjenige, der kommt, der wird euer Tröster sein. Er wird euch leiten in aller Wahrheit. Er wird euch führen. Und ich frage mich, wie oft versuchen wir und wie oft lassen wir zu, dass der Heilige Geist durch uns wirkt. Wie oft sprechen wir mit dem Heiligen Geist, wie oft sprechen wir mit Gott, wenn wir auf der Straße sind. Ich weiß nicht, ob ich es hier erzählt habe, wir haben eine Diskussion gehabt bei uns in der Klasse, ich glaube, ich habe es letztes Mal erwähnt, und da ging es darum, was ist das Richtige, was soll ich tun, soll ich Armen Geld geben oder nicht? Und das war bei uns im Theologiestudium sozusagen, da haben die angefangen zu diskutieren. Ja, und dann gab es Nein und es gab mehr und dann haben sie gesagt, warum und warum nicht und alles Mögliche. Und die Antwort tatsächlich ist beides. Und zwar deshalb, weil wir vom Geist geführt werden. Aber wir versuchen so oft Rezepte zu finden fürs Christentum. Was ist richtig, was ist falsch? Was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Wie oft soll ich meinem Nächsten vergeben? Also wie lange darf er Dinge tun, bis ich Schluss sage? Wie lange dürfen wir Dinge tun, bis Christus Schluss sagt? Wir sind gesandt an Christi Stadt. Wir sind hier, um Himmel zu repräsentieren, um Vergebung zu geben, wo es vielleicht keine Vergebung bisher gegeben hat. Wie schön wäre es, wenn Leute sagen, hey, ich werde überall ausgeschlossen, aber ich kenne einen Ort, an den ich hingehen kann und ich weiß, jeder wird mich annehmen, so wie ich bin. Das ist Kirche. Das sind wir. Das sind wir. Annahme. Umarmen. Ich finde es so schön, wie wenn wir Jesus, die Geschichten von Jesus lesen, mit wem er abhing, wen er berufen hat, wen er gebraucht hat. In Lukas Kapitel 7, Vers 36. Da steht, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er im Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber beide nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Bis dahin. Als ich diese Geschichte las, dachte ich mir, es ist interessant, wie der Pharisäer sagt, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er, wer diese Person ist.
Und ich glaube, dass wir oft genau das Gleiche tun. Wir sehen, was Leute tun und wir sagen dadurch, wer sie sind. Und ich verstehe es so, dass Jesus der Einzige in dem Raum war, der wirklich wusste, wer sie ist. Er wusste auch, was sie getan hat und was sie tut. Aber er war der Einzige, der wirklich wusste, wer sie ist. Und ich glaube, es gibt so viele Leute, die einen Stempel abbekommen haben, ob es jetzt in Gemeinden ist oder ob es draußen ist, denen gesagt wird, du bist, weil sie es getan haben. Du bist ein Süchtling. Du bist das, du bist dies. Und es gibt genügend Beispiele von dem, was wir über Leute aussprechen können. Aber wie oft fragen wir den Heiligen Geist, der mit uns ist, der in uns ist, Christus in uns, wie oft fragen wir ihn, Herr, wie siehst du diese Person? Wer ist diese Person? Was soll ich aus dieser Person wieder hervorrufen? Wir sind gesandt an Christi Stadt. Ich finde es so schön, wie er immer wieder diese Leute in Schutz nimmt. Und Petrus, wo er diese Offenbarung über Jesus hat, da sagt Jesus zu ihm, sagt so, ey, Simon, du bist Petrus. Und die Pforten der Hölle werden dir nicht widerstehen. Und wisst ihr, wenn wir Geschichten über über Petrus hören, dann ist es immer so dieser Erste. Ja, erste aufsteht, er will auf dem Wasser laufen, erste, der irgendwas tut und er ist immer so dieser Hyperaktive. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass er für viele Leute vielleicht sogar nervig gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen zu intensiv gewesen ist für manche Leute. Ja, aber Jesus kommt zu ihm und sagt so, hey, Petrus, ich möchte was sagen. Also Simon, ich möchte was sagen, du bist Petrus, du bist jemand. Ich habe dich so geschaffen, das ist eine Stärke, die du hast. Und zwar folgendes, da sind Pforten der Hölle, die verteidigen gewisse Dinge, die haben sich da verschlossen. Aber ich sage dir eins, die werden dir nicht widerstehen. Die werden dir nicht widerstehen. Das, was so viele als nervig empfunden haben, ich möchte es als etwas Gutes hervorrufen. Du bist Petrus und die Pforten der Hölle werden dir nicht widerstehen. Du bist. Und meine Frage ist, was sprechen wir über Menschen aus und was spricht Gott über Menschen aus? Es gibt diesen Vers in Epheser Kapitel 2, Vers 10. Und den haben wir auch beim letzten Mal gelesen. Der sagt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Denn wir sind seine Schöpfung. Beim letzten Mal haben wir schon darüber gesprochen, wir sind seine Poesie. Wir sind Worte, die Gott über uns ausgesprochen hat. Meine Frage ist, welche Worte sprechen wir über Leute aus? Wie definieren wir Leute? Also nur nochmal zur Wiederholung. Das Wort Schöpfung heißt Poesia und das ist das Wort, von dem Poesie entstammt. Also das Wort, was hier hergenommen wird für Schöpfung, ist das gleiche Wort, von dem Poesie entsteht, also herkommt. Und Poesie sind Worte, sind wunderschöne Worte. Wenn du eine Poesie hörst, du denkst an nichts Schlechtes. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe eine Poesie, woran denkst du? Du denkst gleich an etwas Liebes, an etwas Romantisches, du denkst an etwas Schönes. Und Gott hat schöne und gute Worte über uns ausgesprochen. Und wie interessant ist es, dass er Folgendes sagt, wir sind zu guten Werken erschaffen. Wir sind für gute Dinge erschaffen worden. Wir sind für etwas Gutes erschaffen worden. Wir sind seine Schöpfung. Wir sind etwas Gutes für etwas Gutes. Und ich habe mir einfach Gedanken gemacht, wie empfangen wir Christus und wie lasse ich Leute durch mich, der ich gesandt bin an Christi Stadt, mit Christus lebend in mir, wie lasse ich Leute um mich herum Christus erfahren?
Wie ist es mit meiner Vergebung? Wie ist es mit dem, was Leute über andere aussprechen und sagen, hey, Vorsicht, das ist der. Lassen wir uns davon beeinflussen und lassen wir uns davon mitreißen? Oder fragen wir Gott, was sind die Worte, was ist die Poesie, was ist das Spoken Word, das du über diese Person ausgesprochen hast? Woran hast du gedacht, als du diese Person erschaffen hast? Dass wir nicht auf das achten, wo Leute Fehler gemacht haben. Ich hatte einen Fall, wo ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt, aber wo jemand mein Auto zerfahren hat, alles Mögliche, und hat zerkratzt und hat getrunken und hat, hat einen richtig schlimmen Tag gehabt. Nachdem er 40 Tage es geschafft hat, nicht zu trinken, wo er Probleme mit Trinken hatte, und hat er wieder getrunken, ist besoffen gefahren und hat das Auto gerammt und alles Mögliche. Und sagt er, Ronaldo, mir ging es 40 Tage lang so gut und jetzt bin ich wieder unten. Und in dem Augenblick war es tatsächlich so, dass der Heilige Geist einfach durch mich gesprochen hat, weil ich habe selber davon gelernt. Da dachte ich mir so, oh, dann muss ich mir aufschreiben. Wo der Heilige Geist dann einfach gesagt hat, warum konzentrierst du dich auf diesen einen Tag, wenn du 40 gute gehabt hast? Warum konzentrierst du dich auf ein kleines Ding? Und wisst ihr, ich habe heute so mal ein bisschen durch die Bibel geforscht, und es ist so oft, dass die Bibel sagt, und er wird all unsere Vergehen wird er vergessen. Er wird sie ins tiefe Meer werfen. Gott gedenkt nicht mehr unserer Ungerechtigkeit. Und meine Frage ist, wie empfange ich das und wie gebe ich das weiter? Wie lasse ich Leute durch Christus lebend in mir erfahren? Und wie schön ist es, wenn Leute zu uns kommen und sagen, hey, alle meine Freunde haben mich verlassen, aber ich wusste, dass ich zu dir darf ich kommen. Wie schön ist es, wenn Leute wissen, dass sie bei uns keine Anklage finden, sondern Annahme. Wie schön ist es, wenn sie wissen, dass sie bei uns immer einen Platz finden. Wie schön ist es, wenn Leute wissen, dass sie bei uns immer Liebe finden. Wir müssen Leute nicht aufklären über die Dinge, die sie falsch gemacht haben, das wissen sie. Aber die Bibel sagt, daran werden sie erkennen, an der Liebe. An der Liebe. Wisst ihr warum? Weil es gibt draußen auch Liebe. Aber es gibt bedingungslose Liebe nur in Christus Jesus. Und das ist die Liebe, die wir nach draußen bringen dürfen. Dieses, ich liebe dich bedingungslos. Meine Liebe für dich ist nicht an irgendwas gebunden, was du tust oder was du getan hast oder was du tun wirst. Meine Liebe für dich ist nicht, ob du dich jetzt in Zukunft irgendwann mal für den Glauben entscheidest oder nicht. Meine Liebe ist bedingungslos. Ich liebe dich ohne eine Agenda. Ich liebe dich ohne ein Ziel. Ich liebe dich einfach, weil ich bin geliebt worden. Ich bin durchtränkt worden von der Liebe und ich bin jetzt in der Liebe. Das ist meine neue Natur. Ich liebe dich, weil ich bin ein Kind der Liebe. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Gotteskind. Lass uns diesen Gott, diesen Christus nach draußen bringen. Lass uns diese Liebe, die die Welt nicht kennt, diese bedingungslose Liebe erfahrbar machen. Lass uns Leuten, die uns beschimpfen, lass uns die Leute umarmen. Ich hatte tatsächlich einen Fall, wo ich, das war der zweite von den dreien mit dem Verkehr, wo ich war im Verkehr und es war Stau. Ich bin Vertreter gewesen für eine Klamottenmarke für eine Zeit lang. Und war auf dem Weg nach, ich glaube, es war Frankfurt, aber es war ein Megastau, also alles stand. Und ich dachte mir, es steht alles, ich schaue mal auf mein Handy. Und während ich aufs Handy geschaut habe, rollt das Auto.
was ich aber nicht gemerkt habe. Und dann macht es auf einmal bumm. Und ich dachte, oh nein. Und dann, genau, und dann kommt schon der Typ vom anderen Auto, kommt raus und auch stinksauer. Also er hat echt ein schönes Auto gehabt. Also so einen schönen Pickup, schön weiß, von Dodge. Ich dachte mir so, das will ich auch, so ungefähr. Also echt ein schöner Wagen. Und dann kommt er raus, steht an meinem Fenster und sagt, komm raus, komm raus. Und ich habe schon, wo ich gesehen habe, dass er kommt, habe ich schon alles abgesperrt. Ich habe schon dafür gesorgt, dass er nicht reinkommt, weil ich gehe auch nicht raus. Habe ich gesagt, nein, erst wenn du dich beruhigst. Er sagt, komm jetzt raus. Ich so, nee, erst musst du dich beruhigen, dann komme ich raus. Da schaut er mich so an. Okay, komm raus. Also, okay, jetzt können wir reden. Und dann bin ich rausgegangen, habe mir die Stelle angeschaut und dachte mir, habe ich noch gedacht, also man sieht nichts, aber ich gebe dir gerne meine Kontakte. Und dann sagt er, und hey, schöner Wagen. Und dann meint er, ja, es soll auch so bleiben. Aber ja, ich habe verstanden. Wird nicht wieder vorkommen. Und dann habe ich noch zu ihm, also ich kann dir gerne meine Kontakte geben, wir können in Kontakt bleiben, du bringst es zum Mechaniker, kannst alles durchchecken lassen. Sagt er, weißt du was, ist egal. Sag ich, ernsthaft? Sagt er, ja, vergiss es. Sag ich, danke. Dann sagt er, habe ich noch gemeint, ja, dann wünsche ich noch eine gute Fahrt, wenn es soweit ist und wir weiterfahren. Ne? Dann sagt er, ja, dir auch. Und dann gehe ich zu ihm hin, umarme ihn und gehe wieder ins Auto. Und es war halt auch wieder so, ne? Also er hat so schön Harley-Davidson-Sticker auf seinen Wagen gehabt, also es war so einer, der so, von dem man dann, also einfach Paket halt. Und ich umarme ihn, gehe ins Auto, setze mich hin und denke mir, warte mal, habe ich ihn gerade umarmt? Und es war so natürlich, weil ich meine, hier in der Gemeinde, was machst du als erstes, wenn du reinkommst? Du wirst umarmt, hey, willkommen, schön, dass du da bist. Heute hatten wir 4 Umarmungen, weil eine ganze Familie da stand. Das ist normal für uns, ja, und ich dachte mir dann am Ende, dass ich habe ihn umarmt, aber es ist so etwas Normales und es war so ein schöner Abschluss von einem, also wo es halt mit einem Streit oder Unfall angefangen hat. Und ich glaube, wir haben so viel, was wir der Welt bieten können. Wir können so oft die Atmosphäre verändern, statt uns von ihr ergreifen zu lassen oder beeinflussen zu lassen. Da, wo Streit ist, können wir haben denjenigen, der sagt, er ist Friede. Wir haben denjenigen, der sagt, ich bringe Ruhe für eure Seele. Wir tragen ihn in uns. Und es gibt hier in der Gemeinde auch so viele Beispiele, wo, ich habe letztens ein Zeugnis gehört, wo ein Arbeitgeber gesagt hat, wir möchten dich nicht gehen lassen, weil wir möchten das nicht vermissen, was du mit dir bringst. Und das sind wir. Wir sind Gottes Kinder und wir tragen in uns Himmel, Liebe. Wir tragen in uns den lebendigen Christus. Er lebt in uns. Matthäus Kapitel 4, Vers 43. Nee. Matthäus Kapitel 5, Vers 43. Ich habe schon so in der Menge so ein gehört. Irgendwas stimmt da nicht. Okay. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse
und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und hier kommt der Vers, den wir davor erwähnt haben. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich finde die Verse extrem krass, wenn er sagt, liebt die, die euch hassen. Und er setzt keine Grenze, er sagt nicht, probiert es dreimal. Und sagt, liebt die, die euch hassen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Tut wohl denen, die euch hassen. Und dann zum Schluss sagt er, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel auch vollkommen ist. Und es klingt wie so ein Druck. Für mich war das oft eine Last. Ich muss es tun, weil ich bin Christ. Aber ich glaube, dass ab dem Moment, wo wir anfangen, mit Gott zu gehen und nicht für ihn, nicht nur für ihn, sondern mit Gott, es verändert alles. Wenn wir aus dieser Liebe raus lieben, wo wir erfahren haben, Gott liebt, wenn wir aus dieser Liebe raus erfahren, dass oder wenn wir aus dieser Liebe raus lieben, wo wir angenommen worden sind in absoluter Bedingungslosigkeit, also wenn wir aus dem raus lieben, wenn wir lieben, weil wir geliebt worden sind, wenn wir lieben, weil wir in der Liebe sind, wenn wir lieben, nicht um geliebt zu werden und irgendwas im Gegenzug zu bekommen, sondern weil wir eine Liebe erfahren haben, die einfach grenzenlos ist. Wenn wir aus dem raus lieben, dann ist es kein Druck, sondern dann ist es etwas, was aus uns raus fließt. Und deshalb, ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, lass uns mit Christus gehen. Lass uns ihm zuhören. Lass uns Zeit mit ihm verbringen. Lass uns mit ihm reden. Lass uns auch, wenn wir auf der Straße sind, ihm Fragen stellen und fragen, Gott, was ist es, was du mir heute auf den Weg gelegt hast? Was sind die guten Werke, die du heute für mich vorbereitet hast? Das ist ein guter Tag, den hat der Herr erschaffen. Was ist das Gute an diesem Tag? Wir lassen uns oft runterziehen von Dingen, aber der Herr sagt, dies ist der Tag, den ich erschaffen habe. Er sagt, freu dich. Was ist es? Was ist es, woran ich mich freuen darf heute, Herr? Was ist es, was ich, wo wer ist mein Nächster heute, dem ich helfen darf? Das ist diese Kommunikation. Es ist kein Rezept, wo wir sagen, ich tue so und so vielen Leuten was Gutes. Es ist kein Ding, wo wir sagen, so das ist das Richtige, das ist das Falsche. Sondern es ist, Herr, was möchtest du, dass ich heute tue? Wisst ihr, wenn wir nach Regeln leben könnten, dann hätten wir den Heiligen Geist nicht gebraucht. Sondern hätte Gott uns ein Regelbuch aufstellen können. Aber er hat gesagt, ich sende euch denjenigen, der euch leiten wird. Ich sende euch denjenigen, der euch trösten wird. Ich sende euch denjenigen, der euch alle Wahrheit zeigen wird. Und ich möchte uns als Gemeinde dazu ermutigen, lass uns in diese Beziehung eintauchen. Weil das ist es. Und das ist es. Und die Bibel sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und lass uns Gott lieben. Lass uns Gott lieben. Es gibt, also wir müssen nichts tun, um Christen zu sein. Sondern lass uns einfach an ihn glauben und mit ihm eine Beziehung haben. Lass uns in diese Beziehung eintauchen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es geht nicht darum, dass wir Dinge tun müssen und in ihn gehen müssen, damit wir Christen sind, sondern wir sind Gläubige und wir sind in Christus Jesus. Lass uns diese Beziehung genießen. Die Bibel sagt, wir dürfen mit ganzem Mut vor dem Thron Gottes kommen. Lass uns das tun. Das ist es, was Jesus für uns am Kreuz erobert hat, ist diese Freiheit. Wir dürfen mit ihm gehen. Wir dürfen mit ihm sprechen. Lass uns darin eintauchen, Leute. Weil alles andere ergibt sich. Alles andere ergibt sich aus dieser Beziehung raus. Und wenn du sagst, ich habe Gott noch nicht so erfahren, ich möchte dich heute einladen, starte diese Beziehung.
Es gibt nichts Besseres. Es gibt Gott, also was wir oft fallen lassen müssen, wenn wir mit Gott gehen, ist Logik. Weil Dinge ergeben auf einmal keinen Sinn mehr, aber sie machen Spaß. Dinge ergeben keinen Sinn mehr, aber die überraschen uns immer wieder, was aus dem, was absolut keinen Sinn ergeben hat, entstanden ist. Wo wir sagen, aber ich habe irgendwie keinen Frieden über das Allerlogischste, aber ich habe Frieden für das, was keinen Sinn ergibt. Aber das ist das Reich Gottes. Ich finde es so schön, wie die Bibel sagt, lass uns nicht gleichförmig sein in dieser Welt, sondern lass uns das Besondere, das wir in Christus Jesus bekommen und gefunden haben, lass uns das leben. So gut. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Überall, wo wir hinkommen. Gesandte an Christi Stadt. Überall, wo wir hinkommen, ist die Liebe Gottes mit uns. Ist Himmel. Ist Heilung. Leute, wie viele Leute kennen wir, die Hoffnung brauchen? Wir tragen es in uns. Wie viele Leute wissen wir, die sich nicht einmal gesehen fühlen? Wir dürfen sie sehen. Wir dürfen mit ihnen reden. Wie viele Leute kennen wir, die sich nicht angenommen und geliebt fühlen? Wir dürfen ihnen es geben, weil wir haben denjenigen, der annimmt, der liebt, die Liebe. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft. Lass uns diese Kraft leben. Amen. Amen. Mann, so gut, so gut. Ich möchte dich bitten, aufzustehen. Ich möchte einfach dafür beten, dass, was ich richtig gut finde an Gott ist, dass er jeden Einzelnen da abholt, wo er ist. Wir müssen nicht irgendwo hingehen, um abgeholt zu werden, sondern er weiß, wo du stehst. Und ich möchte dafür beten, dass er dir da begegnet, wo du gerade bist. Dass er dir das gibt, was du gerade brauchst. Dass du ihn so erfährst, dass du vielleicht das Zweifel gebrochen werden, das Ängste gebrochen werden. Die Bibel, die sagt, dass seine Liebe, sie treibt alle Angst aus. Jetzt stellt euch mal unser Leben ohne Angst vor. Was wäre unser Leben, wenn wir durchtränkt wären mit dieser Liebe? Und egal was kommt, es kommt keine Angst mehr. Sondern wir wissen, wir glauben an denjenigen, der Hoffnung ist, der alles im Griff hat, der für uns ist. Papa, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass wir dich erfahren dürfen, dass wir mit dir gehen dürfen, dass wir, Herr, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, dass wir angenommen sind, dass wir in der Liebe sind. Herr, ich bitte dich, Herr, dass wir heute ein Stück weiter begreifen, verstehen, erleben, Herr, wer du bist, wie groß du bist, wie groß das alles ist, was du uns anbietest, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du jedem Einzelnen jetzt begegnest, wo er gerade ist. Ich bitte dich, Herr, dass du jedes einzelne Herz berührst, Gott. Und dass da, wo Lügen hochgekommen sind, Herr, dass da, wo wir Lügen geglaubt haben, Gott, komm mit deiner Wahrheit. Gott, wo wir Umstände, die wir nicht verstanden haben, zu unserem Standard gemacht haben. Herr, wir möchten deinen Standard in unserem Leben haben. Wir möchten die Wahrheit leben. Wir möchten das, was du für uns hast. Und ich bitte dich, Herr, führe und leite jeden Einzelnen heute hier. Ich möchte dich einladen, dass wenn du es jetzt gerade spürst, einfach... Sag einfach, Jesus, ich sage ja zu dir. Sag ja zu dem, was er für dich hat. Gott, du bist so gut. Du bist die Hoffnung dieser Welt. Du bist derjenige, der möchte, dass jeder Mensch zu dir findet. Und ich bitte dich, Herr, dass da, wo Blockaden sind, dass da, wo intellektuelle Blockaden sind, dass da, wo
ja, wo Hindernisse sind, dem Ganzen zu glauben, die brechen wir heute in Jesu Namen. Und wir sprechen Wahrheit aus, wir sprechen Glauben aus, wir sprechen Freiheit aus. Zu Freiheit hast du uns berufen, Herr. Und da, wo dein Geist ist, da ist Freiheit, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass jeder Einzelne heute Freiheit erfährt, Herr. Deine Freiheit, Herr. Deinen Frieden, den nur du uns geben kannst, Herr. Dass da, wo Unruhe ist, dass da, wo Chaos ist, dass da, wo Stürme sind, Herr, dass du reinkommst mit deinem Frieden. Mit deiner Harmonie, Herr, wo Streit ist, wo Missverständnisse sind, Herr. Herr, wir bitten dich, Herr, nimm unser Leben ein. Und zeig uns Schritt für Schritt und jeden Tag aufs Neue und jeden Moment aufs Neue, wie wir denen, die dich noch nicht kennen, wie wir ihnen zeigen dürfen oder wie wir ihnen begegnen dürfen, wie wir sie umarmen dürfen, Herr. Wir möchten wirklich sehen, wie Leute dich erfahren, dich erleben, Herr. Wie sie wahre Liebe, bedingungslose Liebe erfahren. Lehre uns, Herr. Lehre uns, unsere Sinne zu erneuern, Herr. Lehre uns, neu zu denken. Lehre uns, so zu denken, wie du denkst. Herr, wir sagen Ja zu dir an diesem Nachmittag. Wir sagen Ja zu all dem, was du für uns hast. Wir sagen Ja, Herr, zu deinen Wegen. Wir sagen Ja zu deiner Wahrheit. Wir sagen einfach, Herr, Ja, 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 Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich und wir, Herr, wir wollen das leben, was du für uns hast. Denn das, was du hast, ist gut. Alles, was gut und vollkommen ist, sagt dein Wort, kommt von dir. Es ist in dir. Du bist das Gute. Du bist das Vollkommene, Herr. Herr Gott, so legen wir uns in deine Hände. Wir sagen danke, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du mit uns gehst. In Jesu Namen. Amen.